Auf den ersten Blick sieht diese S-Klasse von Mercedes-Benz, die sich hier durch den dichten Stadtverkehr schlängelt, aus wie eine ganz normale S-Klasse. Ist sie aber nicht, denn sie fährt autonom. Und dass man das nicht auf Anhieb sieht, ist das Besondere. Erst ein Blick ins Innere des Fahrzeugs, das im August 100 Kilometer zwischen Mannheim und Pforzheim selbstfahrend zurückgelegt hat, verrät es. Der S500 Intelligent Drive, wie die Stuttgarter ihr Zukunftsauto nennen, braucht keine superteure Technologie, um alleine fahren zu können. Bei der Technik handelt es sich um eine Erweiterung schon bestehender Assistenzsysteme. Wir wollen nicht mit einer sehr teuren, sehr umfangreichen Sensorik vorangehen, von der wir wissen, es wird Jahrzehnte dauern, bis die so günstig und so zuverlässig geworden ist, dass wir sie dann auch im Automobil einsetzen können. Sondern wir wollen quasi Dinge von der Stange haben, zumindest mal was die Sensorik angeht, und wollen den Rest dann durch geschickte Programmierung lösen. Mithilfe dieser Technologie hat Mercedes-Benz als erster Automobilhersteller weltweit eine Überland- und Stadtfahrt unter realen Bedingungen realisiert. Entscheidend dabei war und ist, dass das Auto auf alle unvorhersehbaren Verkehrsereignisse reagiert. Sicherheit ist für uns oberstes Gebot. Das heißt, das, was wir als autonomes Fahrzeug auf den Markt bringen wollen, wird auch sicher sein. Wenn wir mit unseren Sensoren in die Umgebung gucken und unsere Kameras nach vorne schauen, dann haben wir einen großen Vorteil. Die Kamera ist nie unaufmerksam und das ist halt der Fahrer manchmal. Eine technische Revolution. Vergleichbar mit der ersten Langstreckenfahrt von Bertha Benz im ersten Automobil vor 100 Jahren auf der gleichen Strecke. Damals staunten die Beobachter am Straßenrand und konnten sich kaum vorstellen, dass sich diese Technik weltweit durchsetzen wird. Im Moment wird auch das autonome Fahren ungläubig bestaunt, aber es wird kommen. Mit dem S500 Intelligent Drive zeigt Mercedes-Benz, wie es jetzt schon geht.